YouTube als kleiner YouTuber? Diese Fragen bekomme ich ständig. Jan, warum wächst mein Kanal nicht? Jan, es gibt viel zu viel Konkurrenz. Jan, kann man überhaupt noch auf YouTube erfolgreich werden? Du wirst verblüfft sein, woran es liegt, denn es liegt eben nicht an diesem YouTube-Algorithmus, den alle mal versuchen zu knacken, sondern es liegt vielmehr daran, dass man ein Verständnis braucht dafür, wie Menschen funktionieren. Und das möchte ich dir in diesem Video einmal vermitteln. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und ich stolper schon hin und wieder mal auf Kanäle, die super klein sind, aber mit einem Video plötzlich ganz, ganz viele Aufrufe bekommen und der Kanal plötzlich wächst. Wir haben das auch selber schon mit unseren Kanälen teilweise hinbekommen, die wir betreuen. Und aus diesen Situationen lässt sich immer sehr, sehr viel lernen. Das Ding, was man verstehen muss, ist, es gibt nicht so einen Trick. Es gibt nicht diesen einen Hack vom YouTube-Algorithmus, wodurch du plötzlich viele Klicks bekommst. Den gibt es nicht und du brauchst den Algorithmus auch eigentlich gar nicht verstehen, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Denn die meisten Leute reden über Qualität von den Videos, die meisten Leute reden über Quantität von den Videos, aber worüber die wenigsten reden und was eigentlich am allerwichtigsten ist, ist Wert. Ob du Aufmerksamkeit mit deinen Videos bekommst oder nicht, liegt zum großen Teil daran, wie viel Wert du mit deinen Videos bringst. Dieser Wert, beziehungsweise ich nenne es häufig gerne Mehrwert, ist der Filter, wie viel Aufmerksamkeit du bekommen wirst. Denn was ist der Faktor, auf den man achtet, wenn man sich entscheidet, ob man ein YouTube-Video anguckt oder nicht? Man guckt ja nicht darauf, wie viele Abonnenten hat dieser Kanal. Gucke ich mir das Video jetzt an, weil der Kanal hat viele Abonnenten oder nicht? Völlig egal. Ich gucke mir eigentlich nur an, bringt mir dieses Video Mehrwert? Ist dieses Video interessant für mich? Ist das was, womit ich meine Zeit verbringen möchte? Wenn ich etwas nicht kenne oder überhaupt nicht verstehe, worum es im Video geht, dann werde ich da auch nicht drauf klicken. Wenn mir ein Video gar nichts bringt, da drauf zu klicken, wenn ich nicht sehe, dass das Video irgendwie unterhaltsam sein wird oder dass das Video irgendwie mir was beibringt oder dass das Video irgendwie in irgendeiner Form gut ist, irgendwas mit dem zu tun hat, was mich interessiert, dann werde ich nicht auf dieses Video klicken. Leute suchen immer nach Dingen, mit denen sie auch irgendwie vertraut sind, die sie irgendwie verstehen. Das ist auch einer der Gründe, warum es manchmal so wirkt, als ob diese großen Stars, die großen YouTuber, die großen Medienhäuser, die auf YouTube unterwegs sind, dass nur die ganz, ganz viele Aufrufe bekommen und man als kleiner YouTuber keine Chance hat. Das hat viel weniger häufig mit dem Algorithmus zu tun, als damit, dass die Leute eben die Videos von diesem YouTuber kennen, wissen, dass die gut sind und deshalb draufklicken. Und gar nicht unbedingt, weil dieser YouTuber viele Abonnenten hat, sondern weil er es vertraut ist, weil jemand die Videos kennt, weil man das mit etwas Bestimmtem verbindet. Aber wie kommen wir da als kleiner YouTuber durch? Viele versuchen es eben, da tatsächlich dann in was reinzugehen, was die Leute kennen. Man macht dann irgendwie so Reviews von, sei es Technik oder Beauty-Sachen oder es geht um Unboxings von vielleicht so Spiele-Franchises, die relativ groß sind, um dadurch eben so eine gewisse Nische anzusprechen oder von Sammlerstücken und so weiter. Dadurch trifft man dann eben auf eine gewisse Nische, wo ein Interesse besteht. Man hat einen gewissen Fokus dadurch von dem eigenen Kanal und man gibt den Leuten was, wo sie wissen, was sie erwartet. Und das ist tatsächlich was, was Menschen häufig sehr, sehr gerne wollen. Wir wollen als Menschen, dass Leute uns genau das geben, was wir wollen quasi. Wenn du auf YouTube wachsen möchtest, dann brauchst du einen Fokus. Nur wenn du einen solchen Fokus hast, dann sehen die Zuschauer, dass du ihre Zeit respektierst, dass du die gleichen Interessen hast wie sie. Dann sehen die Zuschauer, dass ihr gemeinsame Werte habt. Wenn du das nicht tust, dann wirst du die Leute verwirren und es werden deutlich weniger Leute auf deine Videos klicken. Und der YouTube-Algorithmus ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Am Ende des Tages versucht er, den Leuten die Videos zu geben, die sie interessiert. Ist ganz wichtig. Er versucht nicht, dass deine Videos möglichst weit verbreitet werden, sondern er versucht immer, die richtigen Videos an die richtigen Leute zu liefern. Und wenn der YouTube-Algorithmus merkt, hey, die Leute klicken nicht auf die Videos, dann wird er deine Videos auch nicht weiter verbreiten. Und die beste Möglichkeit, das zu schaffen, dass die Zuschauer sich eben nicht nur mal ein Video von dir angucken und dann keine mehr, ist es, etwas Beständiges aufzubauen, von Video zu Video. Weil dann wissen die Leute, was sie bei dir erwarten können. Dann klicken sie immer wieder auf deine Videos drauf. Und du ziehst nicht mit jedem neuen Video eine neue Zielgruppe an und die alten gehen wieder. Und dann kannst du dir auch keine Zielgruppe dort aufbauen. Und das ist tatsächlich noch was, was auf YouTube genauso ist wie in der realen Welt. Was auch wirklich nur mit den Menschen zu tun hat. Du musst was machen, was die Aufmerksamkeit anzieht. Du brauchst was, was am besten Mundpropaganda erzeugt, was, wo die Leute das teilen, wo die Leute das positiv finden, wo die Leute begeistert von sind, sodass sich dein Kanal weiter verbreitet. Also du brauchst irgendwelche interessanten, einzigartigen Qualitäten, irgendwas, was sich besonders macht und aus der Masse herausstechen lässt. Denn wenn du generischen Content machst, der genauso ist wie alle anderen auch, dann wirst du das nicht tun, dann wirst du nicht herausstechen und dann wirst du auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du das möchtest, dann musst du die Messlatte etwas höher legen. Dann musst du die extra Meile gehen und dir irgendwie überlegen, wie kann ich meinen Content besonders machen? Wie kann ich einfach nur nicht nur diesen großen YouTuber kopieren und eins zu eins das machen, was die auch alle machen, sondern wie kann ich etwas anderes machen?
Vielleicht kannst du ein ganz neues Thema ansprechen, was noch kein anderer anspricht. Vielleicht kannst du tägliche Videos machen, weil die anderen nicht so häufig Videos machen. Vielleicht ist die Qualität von deinen Videos deutlich besser. Vielleicht hast du einen ganz kreativen, besonderen Schnitt. Du hast eine ganz besondere Art und Weise, wie du Sachen machst. Du hast besondere Ansichten in deinen Videos. Was macht dich besonders? Überleg das einfach mal. Wie kannst du dich abheben von anderen Kanälen? Im Marketing nennt man das eine USP, eine Unique Selling Proposition. Ich finde, auf YouTube wäre der Begriff UVP, also Unique Value Proposition, deutlich angebrachter. Also dir zu überlegen, was ist dein einzigartiger Wert? Was ist der Wert, den du den Leuten bringen kannst, der einzigartig ist? Weil das verbindet diese beiden Sachen, über die wir gesprochen haben. Du musst Mehrwert liefern, du musst einzigartig sein. Wenn du das nicht schaffst, dann wirst du auch nicht herausstechen. Dann wirst du nicht die Aufrufe bekommen, die du dir wünschst. Davon möchte ich einfach mehr von euren Kommentaren sehen, wenn ihr wieder in die Kommentare schreibt, Jan, ich mache alles, was du auf diesem Kanal sagst, aber mein Kanal will nicht wachsen. Wenn ich auf diese Kanäle gucke, in 99% der Fälle ist der überhaupt nicht einzigartig, sondern macht 100% das, was alle anderen Kanäle auch machen. Und damit schaffst du es einfach nicht zu wachsen. Und das habe ich auch schon häufiger auf diesem Kanal gesagt. Du musst einzigartig sein. Das ist extrem wichtig. Und du brauchst ja auch nicht das Rad neu zu erfinden. Wie gesagt, Leute klicken auf was, was sie kennen. Aber du musst irgendwie schon leicht innovativ sein, irgendwas leicht besser machen. Das reicht meistens schon. Aber du musst deinen Kanal irgendwie anders machen. Du musst dich irgendwie abheben. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch etwas mitgeben, was dir vielleicht als kleiner YouTuber hilft, über diese Besessenheit mit Abonnenten und meine Abonnentenzahlen wachsen nicht hinwegzukommen. Wenn du mal in die Analytics schaust und selbst wenn du nur ein paar Aufrufe bisher bekommen hast, kannst du gucken, wie viele von denen von Abonnenten kommen und wie viele von neuen Zuschauern. Und dann wird dir auffallen, dass deutlich mehr Aufrufe von neuen Zuschauern kommen. Selbst bei großen Kanälen wie dem meinen ist das immer so. Das heißt, diese Abonnentenzahl spielt auf jeden Fall ihre Rolle, aber die ist nicht das Essentielle, worauf es wirklich ankommt, wenn du auf YouTube gefunden werden möchtest. Falls du noch nicht weißt, wie das funktioniert mit dem Rausfinden, das habe ich einmal hier in diesem Video erklärt. Was du aber einfach für dich daraus mitnehmen kannst, ist, mach Content für neue Zuschauer, die dich noch nicht kennen, weil das werden die meisten Leute sein tatsächlich, die sich deine Videos anschauen. Ich hoffe, ich konnte dir einige Anregungen in diesem Video geben. Jetzt deine Aufgabe, finde deine UVP, deine Unique Value Proposition. Was macht dich einzigartig? Was ist der Wert von deinem Kanal? Und wenn du das rausfindest, dann bist du einen Riesenschritt weiter, auf YouTube erfolgreich zu werden. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Das war's von mir. Wir sehen uns bestimmt hoffentlich im nächsten Video. Tschüss, euer Jan.